herzlich willkommen zu einer weiteren XXL Farm Folge mit dem Tigerfarm. Hallo! Auf der Marchfelder Land. Natürlich auch mit dem Varuna. Jo, und dem Green Teal, Green Fleet Teil 1. Ja. So, sieht schon recht nice aus. Wir werden heute Kaltgewinnung platzieren. Genau, dazu brauchen wir einen Wassertank. Oh, aber das dauert dann so lange. Hm. Naja, egal. Ich place mal einen Wassertank. Und ich place das, die Produktion. Genau, die Kaltgewinnung, weil Warte, wir müssen Hä? Ich Wasser und so sollte ich machen. Ach so, ich dachte, ich fange mal an hier und du hast es schon platziert. Ja, hab ich. Okay. Gut. Warte mal, steig mal aus und guck mal, ob der voll läuft. Hört sich so an. Ja, voll läuft er. Guck mal, haben die Anzeige. 8000? Ja. Ach so, gibt's eine Anzeige am Anhänger? Ja. Cool. Okay, weil das dauert eine ganze Weile. Dann können wir hier anfangen zu tiefenlockern. Da haben wir uns noch ein Glas Axion geholt. 900. 900. Was bist du? Ich? Ne, 960 ist das. Ein Glas Axion 960. Und ja, dann legen wir mal los. Zu zweit sollte es relativ angenehm schnell gehen. Wenn man die ganze Arbeitsbreite ausnutzen würde. Hashtag Varuna. Jo. Ja, jetzt bin ich zu weit weggefahren. Das Problem. Vielleicht lassen wir ein bisschen Abstand, oder? Ist schon ein bisschen Abstand. Ich meine, dass du ein bisschen Abstand zu mir hast. Setzt mich hier unter Druck. Wo kann ich nicht arbeiten? Dann warte ich halt. Danke. Also, wir brauchen einen Haufen Kalk, weil Feld 13 muss gekalkt werden. Das machen wir in der nächsten Folge. Und ich hoffe, dass wir bis dahin schon einiges an Kalk produziert haben, gell? Ja, hoffe ich. Ich muss zwischendurch immer mal schauen, wie voll der ist. Ja. Aber es dauert leider am Wasserfass-Tricker, also am hofeigenen Tricker, dauert es relativ lange, bis der Anhänger voll ist. 50.000. 50? Hm? Lächerlich. Wenn du allerdings Wasser kaufst, dann wäre schon längst voll. Ja. Das würde definitiv schneller gehen. Ja. Aber du hast ja gesagt, du findest es blöd, dass es kostenlos ist, aber wird man nicht dafür zahlen. Hä, was? Habe ich jetzt nicht kapiert. Du findest das blöd, dass man das Wasser kostenlos holen kann. Aber du willst dafür auch nicht bezahlen. Hast du gesagt? Nein, ich find's doof. Das hast du so gesagt, wie ich es gesagt habe. Moment, das war aus dem Zusammenhang gerissen. Es ging darum, dass wir Kalk produzieren und oh, der Servicewagen steht noch hier, Kollege. Kollege Schnürschuh? Der steht noch da oben. Ja, ist nicht meiner. Guck mal in die Fahrzeuge rein. Das ist genauso deiner wie meiner. Aber ich besitze die Farm nicht, ich bin ein Mitarbeiter. Du bist auch Farmmanager. Trotzdem. Du bist nämlich nur Lohner. Ich bin Lohnfarmmanager. Willst du den Anhänger gerade mal zurücksetzen? Dann steht er am Händler. Sonst müssen wir extra hierher fahren, um den abzuholen. Fokus, Fokus im Salabim, da ist er weg. Gerade vorbeigefahren. Ich kann einfach zaubern. Ajo. Ajo. So. Ich kann auch zaubern und immer in Fahrzeuge springen. Weißt du, was ein bisschen Angst macht? Weiß ich nicht.
16.224 Euro. Ja, das kriegen wir wieder rein. Ja, das denke ich auch. Dauert halt ein bisschen. Bisschen. So, aber... Boah, pflügen bis der Arzt kommt, ne? Pflügen bis die Ärztin kommt. Warte, pflügen bis die Ärzte kommen. Das ja. ist jetzt, das ist jetzt doppelt gemoppelt. Wer denn den Wortwitz verstanden hat, der schreibt bitte mal in die Kommentare. Ich habe gerade mal eingekippt und die haben schon 1000 Liter Kalk. Ja, aber es kommt relativ wenig bei rum für die 120.000 Liter Wasser. Man kann durch die Fenster durch das Gebäude sehen und dann ist es teilweise durchsichtig. Ja, das ist ein bisschen buggy, vielleicht gibt es da ja irgendwann. Gibt es bestimmt schon eine neue Version. Eine Version für Global Company wäre auch cool. Gibt's bestimmt auch, oder nicht? Gibt es bestimmt auch. Alter, das wird ganz schön lange dauern, bis wir hier gepflügt haben, ne? Mhm. Wir können auch Kompost produzieren. Was produzieren? Kompost. Yep. Ah, die nehmen glaube ich auch Stroh an, gell? Ja. Das wäre vielleicht eine Idee. Hühnerfarm, die versunken ist. Ne, die haben wir doch rausgeholt, oder nicht? Ja, aber die vorher versunken war. Ja. Vergesst mal nicht das Pflügen. Ja. Vergesse ich nicht. Wir könnten auch Helfer einsetzen. Weißt du, was ich dazu halte? Finde ich toll, dass du das auch willst. Hallo? Okay, vielleicht doch nicht. User disconnected from the channel. Wenn das nicht dein Slang wäre, hätte ich es fast geglaubt. Aber du kannst es gar nicht glauben, weil das Soundpack aus hast. Das ist wohl wahr. Ja, ich könnte theoretisch auch kurz vom DS disconnecten und dann mein Soundboard anwenden. Dann könnte ich wieder. Cheater. Dann könnte ich wieder Bier trinken. Cheater. Ja, ich bin Conchita Wurst, ja. Hoffentlich nicht, ey. Ja, bin ich ja nicht. Ich bin ja auch nur Lady Gaga. Dann mach mal ein bisschen Promo für mich. Nee, für so kleine YouTuber doch nicht. Ey. Gib mal einen Spiegel. Also, auf jeden Fall mal bei Tigerfarm 34 auf YouTube reinschauen und ein Abo da lassen. Mein Premium Supporter und treuer Mitarbeiter. Der auch, was ich mal sagen muss, der immer zu jeder Aufnahme kommt. Außer manchmal. Boah, das ist selten. Der immer zu jeder Aufnahme kommt, außer manchmal. Außer letzte Woche beim RP. Da hat er irgendwann keine Lust mehr gehabt und ist dann... Ja, ich hab's gemerkt. Hat er irgendwann keine Lust mehr gehabt und ich glaube nach der dritten, vierten Folge hat er sich dann verabschiedet und ist Euro Truck Simulator 2 spielen gegangen. Und ich guck in TeamSpeak rein und sehe, wir waren am Ende noch 4 Leute bei der Aufnahmesession. Okay. Das war disappointing. Ja, ich hab nichts zu tun als Händler. Nur ja, manchmal. Dann such dir einen Job. Der Landhandel freut sich, wenn du ihm was verkaufst.
Wenn ihr ihm was. Was soll ich denn abkaufen? Ich habe einen ganzen Anhänger noch voll Kalk. Ich habe zwei Anhänger Kalk gekriegt, jetzt sei mal leise. Ich weiß gar nicht, was ich damit soll. Ich habe 47 Tonnen Kalk gekriegt. Ja. Für ein bisschen Kohle. Was nicht viel war. Ich hab's doppelt gekriegt. Also knapp 100k. Ja, 80.000 waren es, glaube ich. So, warte mal, ich mach mal hier gerade so. So ein Dingscreen. Einmal quer durch, dann machen wir mal, teilen wir ein bisschen auf. Das ist reine Psychologie. Du denkst, du bist schneller, aber du bist gar nicht schneller. Du denkst nur, ey, ja, ups. Schon vorbei. Kannst du es nicht einfach lassen? Oh Gott, guck mal in die Minimap, was ich da für einen ganz dünnen Strich ziehe und... Uff. Wollen wir das wirklich uns antun? Oh, ich weiß es nicht. Honey? Weißt du, wie lang wir brauchen? Wir können auch überlegen, ob wir es auf Klügen scheißen. Und dann einfach mit der Seemaschine rüberdonnern. Ja, jetzt haben wir schon zwei Tiefenlocker gekauft. Die kann man ja auch wieder verkaufen. Also, wenn ich mir wirklich diesen kleinen Strich hier angucke, den ich hier ziehe, ich muss den mal, also allein hier nach links, sind es 15 Bahnen. Ja, hier sind es 10 Milliarden. Das ist ein bisschen übertrieben, sind nur 20. Also wir gucken mal kurz noch ein, zwei Minütchen. Aber das... Es wäre halt... Boah. Ich komme auf der linken Seite von dir aus wieder runter, aber ich glaube, du brauchst sowieso eine Runde. Noch ein bisschen brauche ich noch. Ja, wobei es geht. Das irritiert, wenn du nur eine Linie gefahren bist. Es geht. Die andere Überlegung wäre, ob wir uns vielleicht wirklich noch einen Flug kaufen. Weißt du, den 10 Meter Flug? 10,50 Meter gegenüber 8 Meter Tiefenlocker. Wenn der irgendwo ist. Nein. Hey, hast du den nur gemietet? Ah, ne, hier. Also, das könnten wir uns überlegen. Ein Flug noch. Das könnten wir uns überlegen. Machen wir aber nicht. Also, willst du nicht pflügen? Sollen wir pflügen ausmachen? Ja, würde ich sagen. Weil, guck dir mal an, wie klein das Feld ist. Ja, geht doch. Ich meine, das ist das fast kleinste Feld der Map. Das ist eines der kleineren, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Sag doch was, Maruna, dass ich hier was übrig lasse. Hey, du hast was übrig gelassen. Kündige. Tschüss. Das hast du... Okay. Jetzt mach nicht Hofbergmann nach. Nee. Okay, ja, dann haben wir halt eine Folge umsonst gearbeitet. Egal, ist Videomaterial. Ist egal. Wir arbeiten für nichts und wieder nichts. Ja, toll. Na toll. Wobei, ganz ehrlich, also wenn ich jetzt gerade so das kleine Stück hier fahre, es ist doch nicht so oft. 3, 6, 9, vielleicht 10 Mal hin und her. Das geht doch. Nein, komm. Also wenn wir auf Feld 13 das machen müssten, dann wäre es schon brutal. Wir lassen das hier. Und zwar sofort. bedanken uns fürs Zuschauen und schaut morgen wieder rein bei der nächsten Folge XXL Farm auf der Marchfelder Rand. Bis dahin. Tschüss.